Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Risen 3 auf dem Weg, vollgefressene Ghule zu töten. Ja, man könnte jetzt zwar hier rüber hüpfen, aber es wird ganz klar... Na toll. Der falsche Weg, verdammte Hacke. Sieht man schon daran, dass Bones mir nicht folgt. Ach doch. Jetzt mach das mal. Ich komme hier nicht mehr weg, oder? Doch, wenn ich da hinten hochkletter. Lavafluss. Ah, nee, ich muss nicht hochklettern. Ich kann hier durch die Ecke. Die Karte ist so nutzlos. Dann kommen wir hier unten wieder links. Oder, nee, rechts runter. Ich guck mal ab und an, ob es hier noch ein bisschen was mit Gold gibt. Da. Na komm, kümmert euch mal über die überfressenen Ghouls. Oh, kann nicht wahr sein. Sehr schön. So, zwei Schattenfleisch. Vier Schattenfleisch. Da sind unsere toten Speer. Sechs von acht Schattenfleisch? Ah, sehr gut. Acht von acht. Ich dachte schon. Na toll, ein billiges Fechtschwert. Was ist da unten? Da scheint irgendwie noch Gold versteckt zu sein. Silberne Karaffel, ein Puschel. Kerzenhalter, Wein, Maki. Läuft. So, dann haben wir die Überfressenen. Ich würde sagen, klar, hüpf mal, warum nicht? Hast du eh genug zu fressen. Bring mir. Nee, da brauche ich nichts. Wir beobachten dich, Zivilist, natürlich. Ich habe keinen Bauplan. Und auch sonst nichts dabei. So. Ich habe Schattenfleisch für dich. Wirklich? Zeig her. Sehr gut. Es gibt allerdings noch ein Problem. Ich habe schon viel mit Schattenfleisch experimentiert. Ich komme einfach nicht auf die Lösung, wie man mit totem Fleisch umgeht. Na super. Ich dachte, du hast einen Plan. Habe ich auch, aber ich könnte trotzdem Hilfe von einem Experten gebrauchen. Ich bräuchte jemanden, der sich mit der Struktur von totem Fleisch auskennt. Es vielleicht sogar wiederbeleben kann. Klingt, als bräuchtest du jemanden, der sich mit Voodoo auskennt. Mit einem dieser Wilden zusammenarbeiten? Das wird doch nichts. Aber vielleicht könntest du dich mal für mich im Lager umhören. Ob du jemanden findest, der sich mit sowas auskennt. Und wenn es einer dieser Wilden ist, dann soll es eben so sein. Sieh einfach. Er sitzt genau hinter dir. Weißt du, du gehst raus, zwei Meter runter, und da sitzt genau der Wilde, der dir das beibringen kann. Hallo Bones, dich meine ich nicht, sondern ihn. Kennst du dich mit totem Fleisch aus? Kidlat kennt sich sehr gut mit totem Fleisch aus. Was möchte dieser Gucho wissen? Ich will nichts wissen, aber Rodas könnte deine Hilfe gebrauchen. Rodas? Er sieht mich an, als wäre ich ein Sklave. Aber gut, Kidlat muss seine Seele reinigen. Ich werde diesem Gucho helfen. Ja, setz dich wieder ans Feuer und das war's dann auch schon wieder. Moment, da ist er. Kidlat wird dir bei deinen Forschungen helfen. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir besonders lange brauchen werden. Ich hoffe, innerhalb des nächsten Tages zu einem Ergebnis kommen zu können. Ich werde mich zusammen mit Kidlat darum kümmern. Komm an einem anderen Tag nochmal zu mir, dann haben wir vielleicht schon eine Lösung.
Das war's mit den beiden. Das Waffenlager ist gesichert. Gute Arbeit. Dann kann ich dir jetzt noch ein paar Waffen verkaufen. Die erste ist umsonst. Was hättest du denn gerne? Gib mir das Fetteste, was du hast. Gib mir das Fetteste, das du hast. Oh, da bin ich etwas überfragt. Weißt du was? Such dir einfach was aus meinem Bestand aus. Hier hast du etwas Kohle, damit du dir meine Waren auch leisten kannst. Ich kann dir jetzt auch ein paar Sachen verkaufen, wenn du willst. Du findest mich im gesicherten Waffenlager. Was? Na super. Daraus kann man den Blitz zaubern, beziehungsweise schmieden, den hatten wir ja schon. Schwert der Tiefe. Der Erlöser. Vor allem, da ist eine Muskete, die wirklich besser ist. Wer hätte es gedacht? Dann können wir die Knochenflinte verkaufen. Wir haben auch noch mal ein bisschen Gold und Silber und Geschmeide. Trinkhorn, Kerzenhalter, silberne Karaffe, Silberteller. Was? Der Schredder. Dicke Olga. So. Du hast... Natürlich. Hier gibt es nichts. Nichts zu fressen. Keine Menschen außer uns. Hier gibt es nur den Tod. Ich wünschte, ich wäre in einer Kneipe. So eine Kacke. Wir werden hier alle heil wieder rauskommen. Hoffen wir, dass du recht hast. Dum, dum, dum. So. Essen fassen? Das ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Wäre natürlich lustig, wenn es jetzt sofort gehen würde. Ach ja, die eine Waffe existiert ja jetzt nicht mehr. Der Erlöser als zweites. Bring mir dein Wissen bei. Nein, musst du gar nicht. Der Hort des Bösen ist schön da oben in der Mitte. Waffenlager der Schergen ist einfach mal überall. Aber ich werde die sauber machen, kein Problem. Etwas Feuer könnte das Problem voll. Ha, der Vorschlag kann nur von einem Wächter. Genau, pisst euch doch mal alle gegenseitig an. Ich möchte ein paar... Aber mach schon. Ich möchte keine Dinge wissen. Ist meine Begleitung noch da? Ja. Da waren wir schon drin. Brauchen wir nicht nochmal. So, jetzt müssten wir hier oben nach rechts tendieren. Nicht, weil rechts besser ist, sondern weil rechts ein weiteres Waffenlager ist. Na? Oh, ich darf zweimal schießen mit dem Gewehr. Boah, sieht aber auch hart aus, ey. Ein Klingenblatt.
Was machst du denn hier? Endlich kommt hier jemand vorbei. Ich dachte schon, wir wurden vergessen. Los, lass uns gehen. Nur weg von hier. Ich bin gerade erst gekommen. Was meinst du damit? Bist du etwa nicht hier, um mich zurück ins Lager zu bringen? Nein, Kane hat mich geschickt. Ich soll die Lage überprüfen. Die Lage? Pff, das ist gut. Scheiße ist die Lage, das ist sie. Versteckst du dich hier? Allerdings verstecke ich mich hier. Ein verdammter Schattenlord ist hier in der Nähe. Meine ganze Gruppe ist tot. Jetzt warte ich darauf, dass ich hier abgeholt werde. Du bist ein ziemlich mieser Dämonenjäger. Hey, denk bloß nicht, ich wäre ein Kameradenschwein. Aber was ist so verkehrt daran, seinen Brüdern den Rücken zu kehren, wenn alles verloren ist? Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du dem alten Bund beigetreten bist. Mann, jetzt versetz dich mal in meine Lage. Hier, das sollte dir beweisen, dass ich auch bereit bin zu geben. Was genau ist mit deiner Gruppe passiert? Der Schattenlord, der hier in der Nähe ist, hat ihnen ihre Körper geklaut und ihre Geister versklavt. Eine uralte Voodoo-Technik. Ich habe mich selber mal an ihr versucht. Und? Hab's nicht hingekriegt. Naja, wie auch immer. Jetzt bewachen sie die Brücke, wie es unser ursprünglicher Auftrag war. Aber sie erkennen mich nicht mehr wieder. Sie scheinen komplett unter dem Einfluss des Schattenlords zu stehen. Ich würde ja versuchen, den Schattenlord zu töten, wenn ich nicht so eine Angst hätte, mich hier wegzubewegen. Ich werde mich um den Schattenlord kümmern. Was? Bist du irre? Das ist ein reines Selbstmordkommando. Wir werden sehen. Bitte, du kannst es gerne versuchen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du es wirklich schaffen solltest, den Schattenlord zu besiegen, dann sollten die Geister mit ihm verschwinden. Das macht es dir vielleicht einfacher. Wie komme ich? Denk dir was auf. Ich glaube, es gibt auch einen Seitenweg um die Brücke herum. Zumindest, wenn du dir Flügel wachsen lassen kannst. Vielleicht kannst du auch an ihnen vorbeischleichen. Ich habe es noch nicht versucht, also um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Schau dich einfach mal um. Vielleicht findest du einen Weg. Was Wir sollten die Brücke hier in der Gegend sichern. Das ist grandios schiefgegangen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieser Brücke. Diese Insel ist verflucht, sag ich dir. Das fällt dir aber früh auf. Kein Grund, mir blöd zu kommen. Ich sag ja nur. Verdammtes Ungeziefer! Ja, wahrscheinlich wirst du jetzt sterben im Kampf gegen den Lava-Golem. Und das würde dir nur recht passieren. Greifst mich gerade wirklich an. Das ging schnell. Hinfort mit dir, Arschloch. Er ist feige wie die Nacht. Feige wie die Nacht. Hm. So, wo soll denn die Brücke sein? Also du siehst schon mal aus wie ein Seelenfresser. Och, Menno, komm, ey. Ah, ich hänge hier an der Ecke fest. Oh. Von hier aus könnte ich rüber schwimmen. Aber ich komme auf der anderen Seite nicht mehr rein. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Genau. Das tat weh. Bam, bam. Puh. Tja, wenn ich hier lang gehe, muss ich keine Flügel haben. Schnaps der Schatten, Schnaps des Todes, Feuerregen.
Kann ich den Schattenlord nämlich auch so erledigen. Schattenlord der Sklaverei. Bei uns wäre gut, wenn du was machst. Ich weiß nicht, was alle gegen die Insel haben. Ich mag die. Ich würde es hier nicht wohnen, aber es macht wenigstens mehr Spaß, hier die ganze Zeit Leute in den Arsch zu treten, anstatt auf anderen Inseln die ganze Zeit mit Leuten zu reden. Knack. So, gucken, wo die Brücke war. Da unten, ne? Genau, da. Wenn unsere Zukunft aussieht wie diese Insel, dann sollten wir uns besser beeilen. In so einer Welt möchte ich nicht leben. Warum denn bei uns? Ist ja genau dein Opferritual. Der Schattenlord wird keine Probleme mehr machen. Er ist tot? Sieht ganz so aus. Dann finden die Geister meiner Kameraden vielleicht endlich Ruhe. Ich danke dir. Dann kann ich meinen Auftrag vielleicht doch noch zu Ende bringen. Ich werde diese Brücke halten. Mach das. Wie sieht's mit deiner Belohnung aus? Ich kann dir etwas Gold geben, wenn du willst. Danke. Lass. Hat der überhaupt was zum Handeln? Nö. Nur Schrott. So, wir müssten mal laufen zum nächsten. Geradeaus und hoch wäre nicht so dolle. Würde ich den da oben rechts machen sollen. Als wenn der allein in die Brücke halten kann. Der wird doch beim ersten Anzeichen vom Schattenlord hier wegrennen wie so ein kleines Hühnchen. Aua. Moment, habe ich die richtige Waffe ausgerüstet? Den Sphärendorn, genau. Weil Fechtmeister. Oh, da oben sind natürlich auch Sachen, ne? Aber ich bin schon wieder zu neugierig. Das gibt natürlich ordentlich Ruhm, wenn ich hier die Lendwürmer töte. Na komm. Aua. Nein, nicht in die Lava fallen. Genau, wie wär's einfach in Dunkeldürre auch zu töten? Puh. Das muss es hier doch was geben. Gibt auf jeden Fall eine Festung da oben. Natürlich dementsprechend auch Höllenhunde, die auf einen warten.
Was auch immer die Riesenratte hier soll. Aber sie hat bestimmt auch ihren Grund hier zu sein. Vor allem könnten wir sie eigentlich essen. Ist doch kein verderbtes Fleisch, oder? Stopp, stopp, stopp! Na! Ah. Komm her, Lava Golem. Sechs Schläge, ey. Sechs simple Schläge. Und dafür gibt es hier 5, 6, 7 mal Goldklee. Bones? Hm. Schon wieder weg, der Schlawiner. Muss schon wieder alles alleine machen. Du kannst Einfluss steigern. Das ist schon eine relativ teure Fähigkeit. Oder? Ja, der steht mich schon auf 80. Aber Silberzimmer und Einschüchtern 120, 130, da wird es eh nicht drüber gehen. Dann machen wir lieber die Fernkampf nochmal ein bisschen höher. Den Fernkampf. So. Dass mir so ein Mist wie ein Schmiedehammer und eine Spitzhacke angezeigt wird bei sowas, ne? Fünf Schläge. Das ist übrigens gerade alles Bonus. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Aber auf der anderen Seite denke ich, das Spiel geht schon viel zu lang. Weil ich dann einfach so denke, ja, aber du könntest ja hier oben noch was finden. Vor allem den letzten Gegenstand, den man finden könnte. Na komm, geh runter von mir. Danke. Hallo, Scherge. Scheiße, dass die besten Waffen so unepisch sind. Kann ich nicht einfach einen irgendwie ein bisschen von meinem Proviant geben? Oh, da ist eine Schatzkammer. Ich muss es halt nur dahin schaffen. Ich glaube aber, ich weiß, wie es gewollt ist. Na, reich wird man hierdurch aber nicht. Vor allem, ich habe gedacht, ich brauche die ganzen Papagei-Dinger nicht. Jetzt plötzlich brauche ich die alle wieder, ey. Da können wir einfach nur kotzen. Hey, ein gefangener Magier. Schön, dich hier zu sehen. Was geht ab? Ach, Zacharias. Aua. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier wieder finde. Bei der heiligen Flamme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen?
Es war ein langer Weg. In der Tat. Gut, dich hier zu sehen. Auch in eigenem Interesse. Ja, du hingst ein bisschen durch. Ich danke dir. Ohne dich würde ich immer noch in Nekrolots Folterzange stecken. Wie soll es nun weitergehen, mein Junge? Ich werde Nekrolot erledigen. Ende der Geschichte. Könnte es wirklich so einfach sein? Vielleicht. Nekrolot ist ein Titanenlord, das heißt, dass er ein äußerst mächtiges Wesen ist. Doch ist seine Macht nicht unbegrenzt. Sein Wunderpunkt ist seine Überheblichkeit. Nutze das zu deinem Vorteil. Das werde ich. Ich werde nun gehen und meinen Männern beistehen. Meine besten Wünsche sind mit dir, mein Junge. Befreie die Menschheit von dem Übel, das die Erde hervorgebracht hat. Krass. Hallo, ihr zwei. Na, wart's auch schon darauf gekämpft zu werden. Nein, erledigt zu werden. Hier, da. Und von links und rechts und links und oben. Und zwischendurch und in die Eier. Meine Güte. Meine Güte, nichts geht in die Tüte. Warum rollst du dich? Ja, ich hänge hier an der Ecke fest. Zum Glück ist das nicht mehr so schlimm. Ja, guck mal. Da ist auch wieder Gold versteckt. Warum auch immer. Wer lässt sowas denn hier liegen? Bam. Genau. Da oben wollte ich drauf. Oder hier oben, damit der Sturz noch mehr wehtut. Ah! Der hängt immer in allen Ecken fest hier. Ah, schön. Endlich werde ich mal Teleportersteine los. Bum, 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 bum. Sehr schön, alle drei tot. Ja, da haben wir Zacharias erstmal gerettet. Das ist nichts zu essen, es ist ein Magier, ein starker. Keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie noch relevant sein wird zum Ende des Spiels, denn ich denke mal nicht. Er sagt ja auch schon, ja, so einfach könnte es sein, das Ende voranzubringen, indem wir einfach hingehen, den Nekromanten töten und sagen, yippie-ki-yay. Schweinebacke. Ja, so wie es sich anhört, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 auf dem Weg zum Ende in 45 Parts. Gefühlt. Es sind vor allem so viele Brauntöne hier. Okay, ist eine Feuerinsel. Aber muss ich auch nicht hier so andere Blüten hinsetzen? Hey, Bones! Bist du einmal ganz außen rumgelaufen, um zu mir zu kommen? Sagt wenigstens, dass da unten irgendwo ein Weg sein wird, wo ich dann wieder rauskomme. Das ging schnell.